Ja, Regina, so toll, dass wir das Gespräch zusammen führen können. Du bist selber Rechtsprofessorin an der Uni Luzern. Ist da nicht die Tendenz manchmal gross, als Rechtsprofessorin selber gegen Recht zu haben, rechthaberisch durchs Leben zu gehen? Das ist sicher eine kleine Tendenz. Vielleicht hat auch der Charakterzug dazu geführt, dass ich mich fürs Recht interessiere und Recht studiert habe. Du hast Recht studiert und bist jetzt Rechtsprofessorin für Privatrecht an der Uni Luzern. Befasst dich enorm viel mit Texten. Jetzt im Reformationsjubiläum geht es ja darum, eben den Text von Bibel. Siehst du da Parallelen zwischen dem Text von Bibel und deinem täglichen Arbeiten als Professorin? Ja, im täglichen Leben als Professorin und eben im Arbeiten mit dem Gesetz geht es ja immer darum, auch zu schauen, was meint jetzt der Gesetzestext. Oder was hat auch ein Autor, der ein Buch geschrieben hat, einen Aufsatz geschrieben hat, gemeint. Und ich finde es ganz spannend, dass man manchmal ganz ähnlich auch an die Bibel hergehen kann. Es gibt sicher Bibeltexte, die einem direkt wie ins Herz reinreden. Und bei anderen Texten, da könnte man etwas länger und denkt darüber nach, was könnte jetzt der bedeuten, wie ist er gemeint. Und da hilft mir so das Instrumentarium, das ich habe, für Gesetzestexte auszulegen, hilft mir häufig auch beim Bibellesen. Die Bibel ist eine Bibliothek, also verschiedene Textsorten. Was hilft dir denn konkret? Also was sind so deine Fragen, die du dir stellst, wie ein Text hergehst? Also ich überlege mir sicher, wer ist der Adressat gewesen? An wen ist das überhaupt geschrieben? Oder auch so ein Auslegungselement, wie wir dem sagen im Recht, ist, in welchem Kontext steht das? Eine Gesetzesnorm steht ja auch in einem bestimmten Gesetz oder eben in einer bestimmten Rechtsordnung, steht unter der Verfassung zum Beispiel. Und ganz ähnlich überlegen wir das auch bei Texten in der Bibel. Ja, was will jetzt das mit Blick auf das grosse Ganze mir sagen? Die Bibel ist ein Text voll mit Gesetzen, unter anderem die 10 Gebote, die weltbekannt sind. Jetzt du als Rechtsprofessorin, wo siehst du den Einfluss vom biblischen Denken oder vielleicht von den biblischen Werten im Rechtswesen? Ich kann das natürlich jetzt vor allem für die Schweiz sagen. Und wenn wir das Recht anschauen, wie wir es heute in der Schweiz haben, dann muss man sagen, das ist ganz enorm geprägt. Vielleicht nicht gerade direkt von biblischen Geboten, aber von dem christlichen Menschenbild und von dem christlichen Weltbild, das wir seit Jahrhunderten in Europa und in der Schweiz haben. Man kann das an gewissen Beispielen kann man das aufzeigen, man kann es aber auch so als Gesamttendenz eigentlich sehen. Genau, es gibt eine Gesamttendenz, also eine Gesamtprägung, aber es gibt auch einzelne Beispiele. Ist denn zum Beispiel die Ehe ein Beispiel oder was würdest du als Beispiel anschauen? Die Ehe ist sehr ein schönes Beispiel. Wir haben, bevor eben christliche Tendenzen gekommen sind, haben wir die alemannische und germanische Stammesrechte gehabt. Und dort haben wir eine Kaufehe gehabt, also die Brut ist verkauft worden an ihren Mann. Und es war im Prinzip nachher unter dem Einfluss vom Christentum, von der katholischen Kirche damals halt, dass man gesagt hat, nein, das muss eine Art Vertrag sein, ein Bündnis, eine Verständigung zwischen Mann und Frau, eine sogenannte Konsensehe. Und in diesem Zusammenhang ist nachher auch Inzest, Polygamie abgeschafft worden, die vorher gang und gäbe war. Also da sehen wir ganz einen prägenden Einfluss von der christlichen Kirche, zuerst von der katholischen Kirche, und dann hat es noch eine neue Bewegung gegeben im Zusammenhang mit der Reformation. Aber das Verständnis von der Ehe, das wir heute haben, als eine Art dauerhaften Vertrag, das muss man ganz klar sagen, das ist biblisch-christlich geprägt. Das Stichwort Reformation. Man hat ja gewusst, dass Martin Luther auch geheiratet hat. Es hat plötzlich Nonnen und Priester gegeben, die zusammen geheiratet haben. Was hat die Reformation vielleicht in diesem Bereich noch für Impulse gegeben? Ja, die katholische Kirche ist davon ausgegangen, dass der ein Sakrament ist. Und der Charakter als Sakrament, den hat man natürlich in der Reformation nicht gehabt. Also die Ehe ist ein weltliches Ding. Man muss jetzt allerdings gerade sagen, für die Schweiz selber war der Luther weniger relevant gewesen als der Zwingli. Der Zwingli hat ganz stark das Eheverständnis in Zürich beeinflusst, im zürcherischen Privatgesetz. Und das wiederum hat nachher einen Einfluss gehabt auf die anderen reformierten Kantone. Jetzt die Reformatoren haben ja nicht nur die Bibel betont, sie haben vor allem auch Jesus Christus betont, als schillende Persönlichkeit. Wie hat er Einfluss gehabt, vielleicht auf die Prägung? Oder er hat sich ja mit den Schwachen zum Teil identifiziert, hat sich mit denen abgegeben, was sich niemand hat abgegeben. Was hat er denn für eine Prägung hinterlassen, jetzt vielleicht im Privatrecht? Du sprichst es sehr schön an. Schutz der Schwachen ist auch etwas, was uns prägt. Die Prägung der Menschenwürde. Der Mensch, dass Persönlichkeit etwas wert ist, inhärent, also ohne dass man eine Leistung erbracht hat, das ist etwas, was speziell ist. Und wir denken heute, das sei völlig selbstverständlich. Wenn man ein bisschen über den Tellerrand ausschaut, wenn man in andere Kulturordnungen hineinschaut, zum Beispiel in Asien, ich bin als Gastprofessorin in Singapur gewesen, einige Zeit. Wenn man dort schaut, dann merkt man den Schutz des Schwachen und die Vorstellung, dass auch jemand, der nicht so leistungsfähig ist, seinen Wert hat, das findet man dort praktisch gar nicht.
Wir haben gesagt, die Reformatoren haben die Bibel betont, Christus betont. Was macht die Bibel trotz allen offenen Fragen heutzutage noch zu einem lesenswerten Buch für Junge? Ja, das kommt natürlich ein bisschen darauf an, eben mit welcher persönlichen Einstellung dass man dahinter geht. Aber ich glaube, auch dann ist es einfach ein sehr, sehr wertvolles Buch, das enorm viele Impulse geben kann für die eigene Werthaltung, die aber einfach auch kulturgeschichtlich sehr, sehr wertvoll ist. Und ich finde es auch unglaublich spannend, oder? Wenn man all die Geschichten anschaut, sei es im Alten oder sei es im Neuen Testament. Ich finde, die Bibel ist unheimlich faszinierend und kann auch heute jungen Menschen sehr viel mitgeben auf ihren Weg. Was ist eine Geschichte oder ein Gleichnis aus der Bibel, das dich besonders fasziniert? Was mich besonders fasziniert ist, dass ich in der Bibel immer wieder Gott als Richter auch sehe. Also es sind eigentlich nicht einzelne Geschichten, wo mich jetzt eine besonders anspricht, sondern es ist mehr, dass ich sehe, wie wichtig das Gott eben zu Recht ist. Also dass Gott eben sagt, hey, tu das Recht nicht beugen, es braucht Gerechtigkeit, Unrecht muss bestraft werden. Das ist etwas, was für mich sehr tröstlich ist auch die Vorstellung, dass es nicht einfach so ein Schwamm drüber und irgendwie so einen billigen Frieden, sondern dass es Gott wirklich um Gerechtigkeit geht. Und das zieht sich für mich wie einen roten Faden durch die Bibel durch. Jetzt, der Martin Luther hat den Buchdruck mächtig gebraucht, für eben die deutsche Übersetzung am Mann zu bringen. Heute liest man nicht mehr wirklich auf Bücher. Wie liest du persönlich die Bibel? Digital oder noch neandertalisch? Ja, das ist lustig. Ich habe mal einen Versuch gemacht mit digital. Ich habe mir die Bibel aufs Handy runtergeladen, auch mit der Interpretationshilfe. Und ich habe einfach gemerkt, das ist für mich irgendwie, das geht nicht. Ich brauche meine alte Bibel mit ganz vielen Post-it-Zettel drin und Kleber drin. Und ich komme auch viel schneller mit Blättern für sie, als wenn ich digital blättere. Ja, die Jungen sind heute berieselt mit wahnsinnig vielen verschiedenen Zeitungen. 20 Minuten Blick am Abend. Blick am Abend ist ja auch Bildergeschichte. Warum sollen Junge heute überhaupt noch so ein altes Buch wie die Bibel lesen? Es sind Worte vom Leben. Es ist sinnstiftend. Sicher herausfordernd, aber ich glaube, es sind Worte, die wirklich Identität und Halt geben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Und ich denke auch, es hat auch noch einen kulturellen Aspekt. Ich habe es gesagt, wir sind geprägt, unsere Gesellschaft ist geprägt vom Christentum, von biblischen Werten. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, immer mal wieder an die Originalquellen zu gehen, an die Bibel selber. Die Bibel, insbesondere das Neue Testament, hat ja wirklich klar eine Hauptfigur, das ist Jesus Christus. Was findest du an ihm faszinierend oder polarisierend? Also ich muss ehrlich sagen, so wie ich mich kenne, ich glaube, wenn ich Jesus damals begegnet wäre, dann wäre ich auch nicht im Hingen nachgelaufen. Weil Jesus hat so viele Werte in Frage gestellt, die dann einfach klar waren. Er hat die Schriftgelehrten und Pharisäer zurechtgestaucht. Und ich bin eher jemand, der gerne Klarheit hat und weiss, was durchgeht. Und ich glaube, mir wäre es schwer gefallen, jemandem nachzufolgen, der einfach mal alles in Frage stellt, was für die Menschen dann gelten hat. Jetzt heute natürlich, wenn man die Bibel liest, oder, leuchtet dem das ein. Und dann kann man sagen, ja, natürlich hat er recht gehabt, hat er die kritisiert. Aber ja, ich denke, das war dann für die Leute sehr herausfordernd gewesen. Und ich glaube, für mich persönlich wäre es damals auch sehr herausfordernd gewesen. Es ist viel geschrieben worden. Viel ist auch geschrieben worden über Jesus Christus. Aber er selber hat nie etwas geschrieben. Er hat viele Sachen gesagt. Was ist für dich eines der Lieblingsworte oder der Lieblingsaussagen von ihm? Ich muss sagen, etwas von dem, was mich am meisten berührt, sind die Abschiedsreden, die wir im Johannesevangelium auch finden. Besonders die Stelle, wo Jesus auch sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Nicht den Frieden, den die Welt gibt. Oder? Nicht so, eben so einen billigen Frieden, Abwesenheit von Krieg, sondern in allem Trouble in sozusagen einen tiefen Frieden von mir. Und das ist etwas, was mich immer wieder bewegt und auch ein Frieden, den ich versuche nachzurennen sozusagen. Jesus hat ja auch etwas Besonderes betont, Gnade. Er ist selber hat Gnade gebracht. Aber Gnade ist ein grosser Begriff, insbesondere für eine Rechtsprofessorin. Hat da Gnade überhaupt Platz neben dem Gesetz? Mir ist recht wichtig. Und eine billige Gnade im Sinne, dass man halt dann vielleicht einfach einen Straftäter nicht verurteilt, das würde dann wieder dem Opfer nicht gerecht. Also ich glaube, Gerechtigkeit auf eine Art braucht es schon auch. Und da braucht es halt auch Rechtsprechung. Ich glaube, Gnade ist etwas, das Gott zusteht. Und Gnade ist auch etwas, das ich für mich immer mal wieder in Anspruch nehme. Meine, als Rechtsprofessorin ist es halt auch so, man wird am Output gemessen, wie viele Bücher hat sie publiziert, wie viele Vorträge hat sie gehalten, wie gescheit unterrichtet sie oder auch nicht. Und da ist für mich manchmal gut zu wissen, dass Gott mich nicht einfach an meinen Leistungen misst, sondern mich liebt so, wie ich bin. Was bedeutet für dich allgemein der Glaube in deinem Leben? Für mich ist der Glaube sehr, sehr wichtig, eigentlich schon ganz manches Jahr. Und gibt mir eben auch Ruhe und Kraft und Sicherheit. Also zu wissen, darum da ist etwas, das viel grösser ist und viel mächtiger ist und das ewig ist, das gibt auch Gelassenheit, vielleicht manchmal in sehr schwierigen Situationen.